So, die Aufzeichnung haben wir jetzt auch noch gestartet. Also nochmal guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Admiral Markets Webinar. Guten Morgen, DAX Index. Mein Name ist Roman Kotjanski. Ich freue mich über eine kurze Rückmeldung, ob soweit alles in Ordnung ist, der Ton, das Bild. Wie gesagt, heute mit etwas anderer Technik, etwas ungewöhnlicherweise. Aber dennoch hoffe ich, dass alles gut durchläuft. Erstmal auf Ihren Bildschirmen, soweit Sie das sehen können, unser Risikohinweis, der Wiesen- und CFD-Handel auf Margin ist mit einem enormen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bleibt auch ein paar Sekündchen auf Ihrem Bildschirm bestehen. Sie kennen das im Prinzip schon, aber vielleicht der eine oder der andere ist das allererste Mal mit dabei und muss sich mit den ganzen Informationen sich erstmal vertraut machen. Und ich darf natürlich unseren Moderator begrüßen, Heiko Behren. Heiko, guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen. Heute nicht Freitag der 13., sondern Freitag der 16.12. Ist es, auf jeden Fall. Und ist ich es. Switche Jawohl. Zu dir rüber, in der Hoffnung, dass es auch Kriegst wunderbar du das klappt. hin? Ja, klappt. Ja, super. Sehr geehrte Damen und Herren, über Gut. Ihre Tastaturen übrigens können Sie natürlich auch Ihre Fragen eingeben. Das nur mal so auch als Hinweis. Und Heiko, wir freuen uns. Alles klar, ich kopiere mal den Ausblick rein, wird ja von den meisten immer gewünscht. So, jetzt, ich bin heute wieder so komisch. Ah ne, hier, halt, stopp, ich hab's. Vom Senden, also komisch vom. Genau, und den Ausblick. So, gut, also legen wir los. Ich habe es kopiert. Ihr könnt euch den Ausblick rauskopieren. In zwei Etappen habe ich den reinkopiert. Ist auch noch ein Link dabei zu einem Artikel von mir. Gehen wir gleich drauf ein. Gut, also schauen wir mal ganz kurz zurück auf den Mittwoch noch. Auf den Mittwoch als solches war ja das Fed-Event gewesen. Und oh Wunder, der Markt ist halt vorher wie erwartet seitwärts gelaufen, relativ gut um diesen wichtigen Preisbereich drumherum gependelt, den wir vorher schon so ausgemacht hatten. Es war der Preisbereich so um die 11.266 Punkte, hat eigentlich ganz gut geklappt. Man konnte mit antizyklischem Trading, sofern man an so einem Tag handeln möchte, sehr gut handeln. Dann zum Fed-Event logisch die etwas erhöhte Volatilität. Aber keine dramatische Veränderung. Das wiederum heißt, dass die Märkte diese Zinserhöhung ganz normal aufgenommen haben. Auch das ganze Thema des Ausblickes mit den Zinserhöhungen im Jahr 2017 ist auch sehr gut vom Markt aufgenommen worden. Also von daher hat die Fed da diesmal einen ganz guten Job gemacht. Hoffen wir, dass die Konjunkturzahlen auch dieses Ganze untermauern, die Zinsanstiege. Und dass sich der Markt halt weiter so entwickelt. Gut, schauen wir uns den heutigen Tag erstmal wie gehabt im Tages- und Wochenchart an. Das heißt, auf der linken Seite seht ihr den Tageschart, auf der rechten Seite den Wochenchart. Ja, die Gefahr war natürlich, hätte die Fed am Mittwoch enttäuscht und wir hätten Abgaben gesehen, dann wäre es durchaus möglich gewesen, dass wir eine ordentliche Korrektur auf diese lange Vorwochenkerze bekommen. Da das nicht geschehen ist, notiert der DAX aktuell nahe Wochen hoch. Hier natürlich ein Preistreiber ist die Optionsseite. Das heißt, im DAX haben wir heute einen der wichtigsten Termine und auch den Haupteinflussfaktor, nämlich den dreifachen Verfall, auch sogenannten Hexensabbat. Bei diesem verfallen heute um 12 Uhr alle Optionen in der Stocks-Familie. Dann um 13 Uhr folgt auf den DAX gesehen die Index Futures und die Index Optionen, die verfallen. Um 15.30 Uhr verfallen alle US-Optionen und um 17.30 Uhr kommen noch die deutschen Aktienoptionen. Ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben, auf den möchte ich gerne verweisen. Der ist auch im Ausblick mit drinne. Dieser Artikel, der ist noch nicht up to date. Schaut gegen 11 Uhr oder 12 Uhr am besten noch mal rein. Dann habt ihr den aktuellen Artikel. Dieser Artikel ist vom letzten Mal. Das ist eine Serie, die nun mittlerweile schon relativ lange geht. Der letzte ist vom letzten Verfall. Und hier sieht man, habe ich eine Chartgalerie gemacht, wo man immer sieht, was nach 13 Uhr passiert. Also das ist der Juni,
Das ist der März-Verfall 2016, das ist der Dezember 2015, das ist der September 2015, das ist der Juni 2015, da ging es mal nach dem Verfall 250 Punkte nach unten und so weiter. Die Chartgalerie geht zurück bis zum Jahr 2013. Das heißt, ihr könnt euch anschauen und habt da schon mal eine Möglichkeit zu schauen, was passiert bis Juni 2013, was ist immer nach 13 Uhr passiert. Tendenziell, wenn man es einfach mal so durchklickt, kann man allgemein sagen, dass es oftmals danach nach unten geht. Ob das heute der Fall ist, ich weiß es nicht. Es gibt auch Verfallsmonate wie im Dezember 2013, wo es so gut wie gar nicht nach unten geht, sondern danach nach oben gegangen ist. Das Ganze habe ich auch in dem Chart entsprechend eingetragen. Das heißt, man kann sich auch anschauen, was ist in den Folgetagen passiert. Bei den Verfallstagen entsprechend kann man sich das Ganze hier anschauen. Könnt ihr ja einfach mal durchklicken, ob euch das, wie es denn da aussieht und was da so passiert ist. Gut, also das nochmal dazu. Das ist der Artikel, den ich hier eingetragen habe, der noch nicht aktuell ist. Auf Tagesbasis allgemein muss man sagen, auf Tages- und Wochenbasis gehen wir mal in die größte Zeiteinheit. Also der reflexive, man sagt so, oder der Widerstand, den jeder sieht, auf ganz gut Deutsch, den haben wir so ziemlich gut erreicht. Das letzte lokale Hoch, kann man davon ausgehen, dass wir den ganz gut erreicht haben. Es kann unter Umständen ein Punkt sein, wo man einfach sagt, okay, wir haben das erreicht und man kennt das ja auch aus dem Sport, wenn man im Ziel eingelaufen ist, ja, dann schaltet man ab oder man nimmt vielleicht auch mal Gewinne mit. Durchaus eine Möglichkeit, um zu sagen, dass man hier vielleicht eine Korrektur bekommen könnte. Bis jetzt haben wir noch keine Anzeichen einer Korrektur. Kann natürlich auch gedauert durchlaufen. Ich habe mal ausgerechnet, wo der DAX statistisch stehen müsste, wenn er ganz gut läuft. Das heißt, wir haben durchaus noch Potenzial auf der Oberseite. Angelehnt ist das Ganze noch ein weiterer Artikel. Ich kopiere einfach den Link nochmal rein. Das ist ein Artikel, der befasst sich damit, wie der DAX im letzten Quartal gelaufen ist. Und hier unten sieht man vom Jahr 2004 an, wie der DAX im pro Jahr gelaufen ist, wie weit er im Minus war. Wir waren um die 5% im Minus und sind jetzt noch nicht ganz 10% im Plus. Bei 10%, bei 10% wären wir oder hätten wir oder müssten wir bis auf 10.513 circa steigen. Ja, und die Performance als solches lässt eigentlich auch, sieht eigentlich ganz okay aus. Mal gucken, was dieses Jahr noch drankommt mit dem diesjährigen Quartal. Wie gesagt, wir haben sehr, 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 sehr lange auf diese Jahresendrallye warten müssen, denn sie ist ja erst im Dezember gestartet. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie weit der Markt noch gehen kann. Ja, von mir aus kann der auch bis 12.000 gehen. Mir ist es komplett egal. Wichtig für mich in meiner Art des Tradings ist nur, dass wir uns ja, volatil bewegen, hoch und runter. Auf Tagesbasis fällt sehr stark auf, dass wir nach dieser Rallye, also nach den ersten 4 Tagen, wo ja schon jeder auf eine starke Korrektur vielleicht gesetzt hat oder viele, die vielleicht noch ein bisschen unerfahrener auch sind an der Börse, gibt es viele, die dann aufgrund ihrer Indikatoren sagen, oh, jetzt muss es runtergehen, müssen muss gar nichts an der Börse. Und wir sehen sehr gut, dass wir nur ein Tageskorrektur bis jetzt hatten. Das heißt, bis jetzt gab es keine, nicht mal eine Korrektur auf Tagesbasis, sondern nur eine schlichte Konsolidierung über 1, 2 Tage, aber tendenziell gab es keine Korrektur über den Preis. Das wiederum heißt, es wird immer noch gekauft. Man kann Intraday auf alle Fälle Short handeln. Es gibt genug Ansätze, um Short zu handeln, aber man sieht am Tagesende sehr oft, geht der Markt in Richtung der Hochs. Das kann heute genauso auch passieren. Das heißt, wenn man einfach rein muss, eventuell, dass wir vielleicht bis 13 Uhr Korrektur sehen oder bis zu den Amis Korrektur sehen und dann vielleicht mit den US-Börsen ab 15:30 Uhr nochmal einen Schub nach oben kriegen. Tendenziell, wie gesagt, eine Korrektur ist noch nicht zu sehen. Ja, Rücksetzer innerhalb des Tagestrends, ja, mehr aber auch nicht. Von daher muss man feststellen, die Bewegung auf Tages- und Wochenbasis vollkommen intakt. Mögliche Widerstände aufgrund des Wochencharts, den jeder sieht, das wären die 11.430. Ob das jetzt nun wirklich ein nennenswerter Widerstand ist, wird man sehen, wenn wir dort oben sind.
Das habe ich alles nochmal geschrieben. Wichtig heute zu wissen, der ganze Tag steht heute im Sinne oder im Sinne der Optionstrader. Vielleicht hier nochmal ganz kurz eingehakt. Was bedeutet das? Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt eine Call-Option bei zum Beispiel 11.300 Punkte. Die Leute, die diese Optionen schreiben, für die ist die Option gerade werthaltig. Die Leute, die diese Optionen geschrieben hat, was man in der Mehrzahl der Fälle unterstellt, ist das gleiche, wie wenn ich nettomäßig short positioniert bin. Fällt dagegen, hat der professionelle Handel immer einen entsprechenden Hedge laufen. Das jetzt komplett zu erklären, wäre zu aufwendig. Aber stellt euch vor, ihr habt auf der einen Seite, habt ihr Minuszeichen, ihr seid short, auf der anderen Seite seid ihr plus, habt ihr plus entsprechend long dagegen. Jetzt fällt der Markt die Option unter 11.300. Das bedeutet, diese Option wird wertlos. Das heißt, auf der einen Seite habt ihr 0 und auf der anderen Seite habt ihr entsprechende Future-Kontrakte long. Ja, also ihr habt Option short minus Future-Kontrakte long. Die sind bei einer Basis von 11.300, laufen die gleichzeitig mit. Sobald der Markt aber unter 11.300 fällt, ist die Option weg und ihr steht da mit 100% long. Das heißt, ihr müsst unter 11.300 euren Hedge, den ihr habt, komplett auflösen. Wie löse ich eine Long-Position auf? Logisch, ich muss extrem genau das, was ich long habe, verkaufen. Bedeutet, das kann nach unten sehr erratisch werden, genauso kann es aber auch nach oben erratisch werden, weil die 11.400, da sind wir ja knapp davor, wir stehen gerade bei 11.360. Das heißt, die Option ist bis jetzt wertlos. Um 13 Uhr verfällt der Call bei 11.400 aktuell wertlos. Sobald er über 11.400 geht, wird er werthaltig. Das heißt, was muss derjenige machen? Das ganze Minus wird immer größer, größer, größer. Dagegen muss er immer mehr Future Long kaufen, damit er das Ungleichgewicht wieder ausgleichen kann. Genau das Gleiche ist, der Markt fällt von 11.430 zurück unter 11.400. Er ist wieder Minus. Die Option hat Minus Short. Dagegen hat er entsprechende Future-Kontrakte Long. Sobald es unter 11.400 wieder gehen würde von oben, wäre er unter 11.400 netto long. Er muss seine ganzen Long Futures wieder verkaufen. Das führt wieder zu starker Bewegung auf der Unterseite. Das heißt, das ist ein bisschen kompliziert, das ganze Thema. Ich versuche das gerade bei uns in der Schulung, in meinem Premium Service zu lernen, aber es ist im Detail dann doch recht kompliziert. Das heißt, aufgrund dieser starken Future-Veränderungen, wir reden hier von 800 bis 1000 Future-Kontrakten, die immer gekauft und verkauft werden, kann es unter Umständen zu erratischen Bewegungen gehen. Aber man muss ganz klar sagen, in den letzten Quartalen lag das fast nie vor. Das heißt, das war früher noch viel schlimmer. Aktuell ist das sehr, sehr gut ausgependelt. Die Risiken sind auch weitestgehend zurückgefahren. Wir hatten im 11.200er Bereich mal über 14.000, 15.000 offene Kontrakte. Da haben wir jetzt nur noch 7.000. Das ist alles handelbar für die Optionstrader. Das ist jetzt nicht mehr ganz so risikoreich, das ganze Thema. Also von daher gehe ich heute davon aus, dass wir eventuell einen Verfall irgendwo um 11.400 Punkte sehen könnten. Sollte aber irgendwas passieren, sind auch 11.500 kein Problem, genauso wie 11.200 auch kein Problem. Ja, das ist nochmal wichtig. Man muss an so einem Tag wie dem Verfall nicht handeln. Achtet vielleicht ein bisschen darauf, wie der Markt reinkommt, wie die Struktur ist. 13 Uhr sollte man durchaus mal kurz die Finger vom Markt lassen. Nach 13 Uhr vielleicht den statistischen Ansatz überprüfen, ob es eventuell zu diesem Phänomen kommt, welches hier oben in dem Link sich hinter diesem Artikel verbirgt. Heißt, schauen wir uns das Ganze im 5-Minuten-Chart an, also von der Charttechnik her. Und deswegen habe ich heute auch keine Marken hingeschrieben, weil die Charttechnik spielt natürlich eine untergeordnete Rolle, wenn irgendwelche Optionstrader eventuell starke Positionen hin und her schaufeln müssen. Eine Manipulation des Marktes kann es durchaus geben, aber die kommt durch die Aktienseite. Warum nicht auf der DAX-Seite? Beim DAX ist es so, der DAX ist ein cash-gesettelter Markt. Wer sich mit Börse befasst, sollte auch die Grundtheorie kennenlernen. Cash-gesettelt heißt, der Future verfällt und die Optionen verfallen. Es findet nur ein Barausgleich statt. Gegenüber Aktienoptionen. Aktienoptionen sind keine Cash-gesettelten, sondern hier findet eine richtige Lieferung statt. Das heißt, wenn ich Optionen in Aktien habe, muss ich entsprechend diese Stücke liefern. Ich muss ihnen die Aktie übertragen oder ich bekomme die Aktien. Eins von beiden. Und damit habe ich dann die Aktien in meinem Bestand. Das ist der Unterschied. Das heißt, eine Manipulation, wenn dann, findet meistens auf der Aktienseite statt. Auf der Indexseite ist es komplett egal. Das ist Cash-gesettelt. Da findet um 13 Uhr nur ein Barausgleich aller
aller entsprechenden offenen Kontrakte statt und das war's. Gut. Das heißt, die Charttechnik oder Markttechnik, nach der ich analysiere, spielt heute durchaus eine untergeordnete Rolle, sofern die Marktakteure eventuelle Schieflagen ausgleichen müssen. Nichtsdestotrotz schauen wir uns mal an, welche Szenarien es geben könnte. Mein erstes Szenario wäre jetzt das positive Szenario. Das heißt, wir sehen an das gestrige Verhalten weiterhin Anschlusskäufer, weil die Optionsseite getrieben ist. Das würde bedeuten, wir machen aktuell, hätten wir den Vortag bis jetzt um 23% korrigiert. Der Markt als solches, auch die DAX-Aktien kaufen, weil sie halt steigen, weil wir in einem Aufwärtstrend sind. Das führt ab 11.400 dazu, dass der Markt relativ schnell Richtung 11.400 steigen muss. Das sind 300, 400, 500 Kontrakte, die ja gekauft werden müssen. Geht der Markt noch ein Stück weiter, kann es sehr, sehr schnell unter Umständen Richtung 11.500 Punkte nach oben gehen, 11.500 nach oben gehen. Das so ein Sprung kann, wenn keine Gegenwehr im Markt ist, innerhalb von 10, 15, vielleicht maximal eine halbe Stunde laufen. Aber dazu muss auch in der Kasse massiv gekauft werden, damit das passiert. Ansonsten von alleine wird das nicht passieren. Also das heißt, es wird keine Manipulation stattfinden, weil der Stillhalter, der hält still, solange er nicht machen muss, macht er nichts. Auf der anderen Seite, das heißt, das wäre das Hauptszenario, dass wir zumindest Richtung 11.400 gehen. Hier würde ich aber trotzdem aufpassen, das Ziel, was wir auf der Oberseite haben, 11.430, 11.420, hier würde ich trotzdem prinzipiell schauen, ob der Markt nicht vielleicht doch fertig hat. Wenn man mit diesen Optionsleuten ein bisschen Ping-Pong spielt, ist es so, dass man den gerne um diesen Basispreis drum herum schickt. Also andere Trader wissen ja auch, wie die Optionsseite agieren muss. Das heißt, man schickt den Ping-Pong um die 11.400 und der Typ muss die ganze Zeit kaufen, verkaufen. Wenn der ein bisschen, wenn der da ins Schwitzen kommt, kann es sein, dass da so ein bisschen Ping-Pong hin und her gibt. Ja. Das werden wir mal sehen. Also das heißt mal so leicht über dem Hoch bei 11.400 schauen, ob wirklich Kaufdruck reinkommt. Wenn nichts reinkommt, ein bisschen drauf achten. 11.420 reicht dann durchaus aus, um das als Widerstand zu sehen. Wie gesagt, auf Wochenbasis wären ja die 11.431 der Widerstand, auf den man da ja auch schauen könnte. Gut, auf der Szenario 2, wie gesagt, also hier habe ich das geschrieben, dass halt, es wird nur passieren, wie gesagt, wenn in der Kasse gekauft wird und da halt hauptsächlich Schieflagen sind, die dann auf den DAX-Index als solches auch durchdrücken. Auf der Unterseite sehe ich das Korrekturpotenzial im Szenario 2 in Richtung 11.000, also in Richtung der Value Area. Die Value Area von gestern liegt bei 11.337 und die 11.037 finde ich einen total fantastischen Punkt, rein von der Markttechnik. Das heißt, wir haben einmal ein lokales Hoch hier, ein lokales Hoch dann nochmal erreicht und am Abend dann nochmal das sogar als Rücksetzer, als Pullback, also ein extrem interessanter Bereich, die 11.337, 11.335, das heißt ein Rücksetzer bis in den Bereich auf die Value Area, völlig normal. Bei 11.327 hätten wir ungefähr 50%, also die Hälfte des gestrigen Handelstages korrigiert. Hier darf es auch jederzeit wieder nach oben gehen, um in dieses Szenario 1 einzumünden, was dann dazu führt, dass wir über die 11.400 vielleicht noch gehen oder bis 11.400. Ja. Gut, und dann als nächstes Korrekturmarken, falls wir doch Druck reinbekommen, achtet bitte auf die 11.300er Marke. Die 11.303 ist auch gleichzeitig der Point of Control von gestern. Das heißt, der Optionstrader muss bis 11.300 seinen Long Hedge abbauen. Das heißt, hier tritt er als Verkäufer auf. Ich da habe gestern auch gesehen, also hier 11.335 war es, das war das Hoch und dann korrigiert der Markt nach unten durch die 11.300er Marke, der Optionstypi muss wieder verkaufen und 25 Punkte darunter wird wieder eingedeckt und dann geht die Rallye wieder los. Genau ähnliches kann auch heute passieren, einmal um 11.4 und genauso passieren auch um 11.300, das heißt, wir fallen vielleicht direkt nach unten bis 11.275, wäre der untere Unterstützungsbereich von gestern und decken dann dort wieder ein, auch möglich. Ja, das heißt, dass man von dort aus wieder
runtergehen und trotzdem schauen, ob wir hier irgendwo auch als Käufer, wo entsprechende Käufer auftreten können. Also die charttechnischen Punkte tendenziell sind sehr, sehr gut lesbar aufgrund der Tageshochs vom Mittwoch und vom Dienstag bei 11.320 und 11.307. Das kombiniert noch mit den Optionsmarken finden wir eigentlich interessante Preisbereiche, die sich ableiten lässt. Aber hier kommt es, wie gesagt, darauf an, weil die Optionsseite doch ein massiver Player heute sein kann, weshalb es durchaus passieren kann, dass die entsprechenden Marken heute keinerlei Bedeutung haben könnten. Wie gesagt, ich muss so im Konjunktiv sprechen, weil ich kann die Börse auch nicht beeinflussen. Man sollte hier wirklich darauf achten, wie der Start losgeht und dann kann man sich da noch ein besseres Bild drauf machen. Und wichtig ist, wenn es Schieflagen gibt, geht es schnell und heftig. Aus dem Nichts entstehen plötzlich 50-Punkte-Bewegungen. Ich habe Tage erlebt, da haben wir uns vor dem Verfall plötzlich um 200, 300 Punkte in eine Richtung gerast, weil sich das alles durchkomplettiert hat. Also der eine Basispreis hat gezogen, dann der nächste, dann der nächste, dann der nächste, dann der nächste, plus dann noch ein entsprechender Druck im Markt und auf einmal sind 400 Punkte am Stück in die eine oder andere Richtung gelaufen und dann der ganze Weg wieder zurück auf die andere Seite. Ja, also das ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ansonsten sollte heute keine Schieflagen drin sein, der Markt ganz gut abgesichert sein, dann kann man mehr und mehr auf diese Punkte achten. Also ich sehe den Markt nach unten hin nur korrektiv, das heißt erste Unterstützung 11.335 und dann runter in den Preisbereich um 11.300 bis eventuell 11.276. Dass wir heute komplett nach unten wegfallen, sehe ich nicht. Man sollte, wenn man jetzt mal die Negativseite noch weiter spielt, und sollte der Markt nach 13 Uhr wirklich stark fallen, dann achtet hier, wir haben hier noch ein kleines Gap offen von gestern, zum Schlusskurs hin, das dürfte hier ungefähr liegen, haben wir noch ein kleines Gap offen, was nicht geschlossen wurde, sieht man vor allem im Future. Gut, soweit dann mein Ausblick erstmal zum DAX. Ich bin bereit für Fragen, Vielen Dank. sofern welche Nicht gestellt wurden. vergessen, dann natürlich die Analyse nochmal in den Chat zu kopieren. Genau. Vielen, vielen Dank, Heiko. Ja, ein Teilnehmer fragt, auf welcher Internetseite kann man die offenen Kontrakte nachlesen? Verrate alle deinen Tricks, Heiko. Das auf der Seite der Eurex. Die Eurex als solch. Tolle Antwort, wa? Tolle Antwort. Gut, aber nee, okay, legitim, klar, Nee, ich meine. sorry. Heute ist Freitag. Also offizielle Statistiken gibt es auf der Seite der Eurex. Ansonsten, da muss man da ein bisschen googeln. Ich kann euch gerne mal den Link geben. ODAX Optionen, ODAX, ODAX, nee, Eurex, Eurex, gebt mal ein Eurex hier, das ist die Seite. Also wer den Link anklickt, kommt auf die Optionsseite. Die Teilnehmer Und würden da sich kann man freuen, sich wenn du das den in dann. den Chat kopierst. Na, logisch. Ich muss aber hier, ich bin hier nur noch kopieren, nur noch Steuerung C, Steuerung V. Ich muss mal hier nochmal den Ausblick fertig reinkopieren. So, nur keine Panik auf der Titanic. So, das sind sozusagen die Statistiken, oder hier ist die Statistik hinterfasst. Zum Beispiel Dezember kann man gucken, 11.400, 11.400, das sind jetzt ist, bei den Calls sind wir 11.400. Die Option ist jetzt so 25 € wert und das liegt hier bei 11.400 noch an Kontrakten, 9.403 63 offene Kontrakte und dann kommt die 11.450 und bei 11.500 sind noch 10.905 offene Kontrakte. Das Ganze gibt es aber auch noch ein bisschen, achso, das habe ich ja gerade kopiert, diesen Optionslink, oder? Nee, noch nicht. So, zack, das ist der Link dazu. Ja, da kann man sich das anschauen. Das Ganze aber auch ganz gut aufgearbeitet. Bis auf heute ist das Verfallsdiagramm, welches ich auch immer rein tue, das hier und, da ist der Januar schon drinne. Diesmal passt es, der Januar schon drinne. Das heißt, der heutige Tag fehlt sozusagen. Also das auch nochmal reinkopiert. So. Gut. Gut. Sonst noch Fragen zu anderen Ja, Märkten? Sekunde. Genau, muss hier auch ein bisschen aufräumen bei mir. Das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Gut und verständlich erklärt. Weiter so. Lob von einem Teilnehmer. Heiko,
Gerne an dich weiter. Machen wir. So, was hältst du am wahrscheinlichsten, jetzt bitte wieder in Konjunktiv wechseln, Heiko, für 9 bis 10 Uhr als Scalper? Da warte ich wirklich, also heute würde ich wirklich abwarten, wie die Kasse aufmacht. Man muss so ein bisschen, also man kann das nicht fassen, weil die Optionsseite braucht die Kasse und die Kasse wiederum bestimmt die Optionsseite. Das sind so das läuft alles so zusammen. Das heißt, wenn die Kasse läuft, dann muss die Optionsseite mit. Wenn die Optionsseite zu stark ist und die Kasse läuft nicht wirklich mit, dann setzt wieder die Arbitrage ein und da kann sich das halt auch aufschaukeln. Ich kann es nicht wirklich sagen. Ich kann nur die Punkte abschätzen und dann kommt der wichtigste Spruch: WMDMW. Wie macht der Markt was? Das heißt, ich würde mich zum Beispiel jetzt fokussieren, wenn der Markt runterfällt, auf die 11.334, würde ich schauen, finde ich dort eventuell Unterstützung über einen Orderflow und dann halt schauen, ob wir vielleicht hier bei 11.366, die braune Linie ist immer das Xetra-Close, wie sich der Markt darum verhält. Sollten wir jetzt ab dem gestrigen Xetra-Close bei 11.366 plötzlich Käufer sehen, würde ich sofort raufgehen und sagen, direkt 11.397, 11.400. Das wäre so die erste Stunde für den Scalper, wo ich sage, dann da mitmachen, wenn die Optionsseite kaufen muss. Aber sonst, wie gesagt, ich kann jetzt das noch nicht sehen, wie der Markt in den Tag startet, weil die Kasse noch nicht offen hat. Alles klar. Die letzten paar Minuten vielleicht auch andere Märkte uns kurz anschauen. Hast du eigentlich Dollar-Japanische Yen jetzt gerade auf im Chart irgendwo? Nee, sowas, das ist Nö. so exotisch für mich. Ach, okay. Das ist ganz weit weg. Da habe ich null Plan. Ich würde es auch überhaupt nicht aufmachen wollen. Aber wir schauen mal Misshauen. ganz kurz. Wir gehen ganz kurz durch die Märkte, die sowieso meistens ja gefragt werden. Euro, Genau. US-Dollar. Und Dow Jones nicht Euro, vergessen. US-Dollar. Roman, du willst ja nur Tipps von mir haben. So sieht's so aus. Ein Quatsch. Quatsch. Dow Jones nicht Also, vergessen. Euro-Dollar hat diese wichtige charttechnische Marke auf Wochen-Monatsbasis, die halt sehr, sehr ausgeprägt war, kurzzeitig unterschritten. Analysten gehen ja mittlerweile davon aus, dass wir dieses Jahr noch die Parität sehen. Das heißt, eine Anlage in USA wird immer besser. Das heißt, selbst wenn der Dow sich nicht mehr bewegt und der Euro-Dollar fällt auf 1 zu 1, hätten wir 5% Gewinn in US-Werten als Europäer. Also das ist schon echt der Wahnsinn. Der Anstieg im Dow plus der Verfall im Euro, ich weiß nicht, was das für eine Outperformance eigentlich ist. Also es müsste echt der Wahnsinn sein. Mal, ich werde vielleicht, muss ich mal einen Chart basteln, den Dow in Euro. Gibt es ja auch irgendwo. Also es das heißt, hier haben wir auf alle Fälle das Wichtigste oder eines der wichtigen Levels unterschritten. Der Markt, mal gucken, wie weit er zurückkommt. Sehe aber hier auch tendenziell, dass so wie denn die Großen, dass man hier das nur als Rücksetzer sehen kann in Richtung 1,05 und dann mal gucken, ob das die nächsten Tage noch weitergeht, ob die Parität wirklich angestrebt werden kann. Kommen wir zum Dow Jones. Im Dow Jones sehen wir auf Tagesbasis, dass der Markt bei 19.950 seinen Widerstand erstmal gefunden hat. Wir gehen in die hohe typische Konsolidierungsphase rein, die aber durchaus dann auch weiter zum Anstieg genutzt werden kann. Ähnliche Phasen haben wir immer wieder gesehen. Hier auch im November, ja, seitwärts konsolidiert und dann doch weiter gestiegen. Ende November, Anfang Dezember, lange seitwärts konsolidiert, dann doch weiter gestiegen. Ob hieraus wirklich eine richtige Korrektur stattfindet, weiß ich nicht. Bis jetzt ist es nur eine hohe Konsolidierung, typisch Ami, kann man einfach nur sagen. Als letztes noch Brent, machen wir das auch noch. Brent kam zurück. Hier belastet aktuell laut Analysten der starke, also der Euro-Rückgang oder der starke Dollar belastet hier das Öl. Und dann noch eine Aussage, dass man vielleicht diese Beschlüsse doch nicht so umsetzen kann, wie man das gerne möchte oder vorhat. Zudem gehen Analysten weiter davon aus, dass was die OPEC kürzt, werden die Amis ja ausfüllen, weshalb das Öl jetzt gerade wieder zurückkommt und wieder schwächer wird. Goldman Sachs, glaube ich, als Analyst im Ölmarkt sehen den Öl sowieso nicht. Sind das Öl eigentlich vorwiegend eher um 50 Dollar drumherum schwanken. Ja. Gold noch. Gold ist natürlich schön im Abwärtstrend, glaube ich, wenn mich nichts täuscht. Ja, ja, wie angesagt, steigende Zinsen führt dazu, dass man davon ausgeht, System läuft wieder ganz gut, Sicherheitswährung braucht, was Gold ja darstellt, ist auch nicht mehr so gefragt dann und hier werden einfach die entsprechenden Positionen abgebaut. Kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das Gold jetzt nochmal irgendwie erstärkt.
Das hat sich, das Thema ist halt einfach durch und man spielt halt hier auch oder man handelt hier die Short-Seite einfach konstant durch und da denke ich auch, das bleibt so. Also ich sehe jetzt nicht in den ganzen aktuellen Ausgangslagen, warum jetzt das Gold wieder stärken sollte. Das sah letztes Jahr ganz anders aus und ja, sehe das Gold auch weiter tendenziell, so wie ich es eingezeichnet habe, abverkaufen. Ja, Gut. also auf Tagesbasis. Ja. 9 Uhr, Genau. Heiko, dein Schlusswort. Mein Schlusswort, ja, wie gesagt, heute ein bisschen vorsichtig sein. Ich wünsche euch für alles Gute für den Handelsstart. Kleiner Hinweis an der Stelle übrigens, in meinem Guidance Terminal, da ist der Ausblick auch reinkopiert und ich darf verkünden, der nächste Gewinntag in meinem Premium Service, ich stehe bei Tag 87 Gewinntag in Folge. Ja. Vielleicht mal, die 100 schaffe ich nicht, habe ich geguckt dieses Jahr. So oft, so viele Tage sind es nicht mehr. Muss ich auf nächstes Jahr verschieben. Nein, keine Ahnung. Ich stand aber kurz vorm Verlusttag auch. Die ganzen Auswertungen, alle meiner Trades, die ich im Premium Service mache und darüber hinaus, sind hier alle aufgelistet. Also kann sich jeder, der Lust und Laune hat, das gerne auch angucken. Dazu einfach auf meinen Guidance Desktop gehen. Alles kostenfrei für euch. Damit man auch sieht, dass ich nicht nur erzähle, sondern auch mache. In dem Sinne, wie gesagt, ich wünsche euch einen ganz guten Start in den Tag. Seid mir vorsichtig und dann hören wir uns ja schon wieder Montag in Tun wir. alter Frische. Alles Tun wir. klar. Vielen, vielen Dank an Heiko Behrens. Sehr geehrte Damen und Herren, wir würden uns freuen, wenn Sie auch in weiteren Webinaren von uns teilnehmen. Heute geht es weiter, gleich in fast 60 Minuten mit Punkt 10. Ich glaube, der Kollege Dirk Frischewski wird heute am Start sein und einige Trades für Sie analysieren. Wie immer sind alle Webinare kostenfrei und die Anmeldelinks bei uns auf der Homepage. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir Sie auch von unseren Konditionen überzeugen dürfen. Kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie uns an und wir sind für Sie gerne da. Wir erklären Ihnen einiges. Wie erzählen, erklären, schauen, wie die Negative Balance Protection Policy ausschaut, wie wir Sie unterstützen, damit Sie nicht, damit Sie ja vor volatilen Zeiten besser geschützt sind, wie der DAX bei uns getradet wird, wie das Brett, der Nachthandel funktioniert und so weiter und so fort. Wir sind gerne für Sie da. Und wenn Sie Fragen zu der Supreme Edition, zu unserer Erweiterung für den MetaTrader 4, wenn Sie dazu Fragen haben, natürlich auch dazu. Kontaktmöglichkeiten jetzt auf Ihren Bildschirmen. Sie können uns gerne anrufen, Sie können uns gerne anschreiben und wenn Sie auf sozialen Medien aktiv sind, freuen wir uns natürlich auch da auf Feedbacks. Die heutige Session wird übrigens aufgezeichnet, wer es noch nicht mitbekommen hat, erscheint im Laufe des Tages auf unserem YouTube-Channel. Sollten Sie da mal was nachsehen wollen, da nachhören wollen, gerne auf YouTube. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Roman Krotianski. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss.